In Wien-Floridsdorf wurde gestern die Einsatzkräfte alarmiert, da es da zu einem Wohnungsbrand gekommen war. Es war deutlicher Rauch aus einer Wohnung zu erkennen. Die Feuerwehr hat hier umgehend mit Löschmaßnahmen begonnen. Es hat sehr stark geraucht, daher musste die Feuerwehr hier mit Atemschutzgerät vorgehen. In der Wohnung wurde dann eine Frau aufgefunden. Sie hat bereits schwere Verletzungen erlitten und ist in weiterer Zuge dann auch verstorben. Ich habe gehört, die Löscharbeiten, die haben im Stiegenhaus stattgefunden. War das möglicherweise auch mit ein Grund, warum es eine starke Rauchentwicklung gegeben hat? Der Brand ist von der Wohnung ausgegangen. Die Brandermittler haben hier auch bereits die Ermittlungen aufgenommen. Und derzeit schaut es danach aus, dass hier ein Unfall, vermutlich auch eine Zigarette, der Auslöser dieses Brandes gewesen ist. Die Frau, die gefunden worden ist, da hat man noch versucht, sie zu reanimieren, aber das war zu spät. Vermutlich Rauchgasvergiftung, oder? Die Feuerwehr hat sofort mit den Reanimationsmaßnahmen begonnen. Es wurde dann aber hier keine erfolgreiche Reanimation mehr durchgeführt, leider.